Ja, hallo Leute. Ich wollte einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar hatte ich im letzten Video ja ein bisschen geschimpft über das Rode Video Micro. Und zwar, dass die Sprachqualität so viel schlechter ist, beziehungsweise auch der Ton ein bisschen arg leise ist. Und was ich jetzt heute festgestellt habe, ist, ich habe das Rode Video Micro an die FZ200 angeschlossen. Das ist eine relativ günstige, ein paar Jahre alte Lumix-Kamera, die ich in sehr, sehr gutem Zustand auf eBay Kleinanzeigen geschossen habe, die Tage. Die hatte ich gestern geholt und einen kleinen Adapter noch besorgt beim Mediamarkt. Also ich habe noch ein Ersatzkabel für das Mikrofon bestellt, wo direkt 3,5er Klinke auf 2,5 mm Klinke kommt, aber einstweilen, damit ich es heute habe ausprobieren können, habe ich mir so ein kleines Adapterkabel besorgt. Und was ich prinzipiell dann sofort festgestellt habe, weil das, also warum überhaupt? Ich habe ja gesagt, ich möchte es eventuell loswerden, das Video-Micro, weil der Ton eben so schlecht ist. Und die Tonqualität von der FZ200 ist absolut abartig schlecht. Also richtig, richtig, richtig schlecht. Ich zeige euch. Mal kurz abstecken. Okay, Mikrofon ist abgesteckt und ich blende euch. So, ich blende euch einen kleinen Videoschnipsel ein, den ich mit der FZ200 mit dem internen Mikrofon gemacht habe. Damit es nicht heißt, die Videoqualität nochmal. Also ein kleiner Schnipsel mit dem internen Mikro der FZ200. Ich kann euch aber garantieren, egal ob der Puschel oben das Mikro verdeckt hat oder nicht, die Audioqualität ist absolut abartig schlecht. So, um es ein bisschen zu verbessern, habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht hilft ja, um es wenigstens ein bisschen zu pushen, das kleine Rode-Mikrofon. Hab den Adapter also heute besorgt und dann Folgendes bemerkt: Wenn ich an die FZ200 dieses Mikrofon anstecke, bekomme ich die Warnmeldung, dass ich ein aktives Mikrofon bräuchte, was das Video Micro ja nicht ist. Es ist ein reines passives, nutzt keine Phantomspeisung oder ähnliches. Also ich kriege die Warnung aus der FZ200, dass ich das Mikro anschalten muss, damit Strom versorgt wird. Haben wir in dem Fall nicht. Nichtsdestotrotz habe ich altes Spielkind es einfach mal ausprobiert. Und jetzt bekommt ihr einen kleinen Videoschnipsel aus eben derselben Kamera, diesmal aber mit dem Rode Videomicro obendrauf. Und in der Postproduktion werde ich das Ganze jetzt so zusammenschneiden, dass ihr bereits gesehen oder gehört habt. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber der Unterschied ist dramatisch. Zumindest heute die Testaufnahme, die ich im Auto auf der Heimfahrt gemacht habe vom Mediamarkt, war Ton nicht mehr unterirdisch. Der Ton nicht wahnsinnig gut, aber der Unterschied ist fantastisch. Ergo, vielleicht habe ich auch nur bei den Einstellungen auf der GA5 für das Rode-Mikrofon irgendwas falsch gemacht. Wenn jemand von euch Erfahrungen hat, wäre nett, wenn er mir irgendwie die Kommentare schreibt oder mich sonst irgendwie kontaktiert. Würde mich interessieren, weil dann weiß nicht, ob ich viel filmen werde, nachdem ich eine GH5 habe, ob ich mit der FZ200 wirklich so viel machen werde, ist fraglich. Aber wenn ich es auf der GH5 auch nutzen kann, wird mich natürlich das ein oder andere Mal schon jucken. Gut, danke, das war schon. Wie gesagt, war nur ein kleiner Nachtrag. Bitte euch, bis zum nächsten Mal.